Also wer noch eine Idee braucht, was er oder sie mit ihrem Hund machen kann, außer Stöckchen werfen, hier der Tipp von Alicia Elling. Zeit für eine Schatzsuche. Labrador Diego schnüffelt zum Start an einem Papier. Das hatte die Suchperson berührt. Diego, auf geht's. Der Labrador taucht ab in eine Welt der Gerüche, die wir Menschen nur erahnen können. Wie bei einer Schnitzeljagd folgt er der Spur. Unser Kameramann kommt kaum hinterher. Häschen Martin schon. Ja, man soll eigentlich nicht mitlaufen, um sicherzustellen, dass der Hund das nicht überrennt, das Ziel sozusagen. Aber wenn er schnell unterwegs ist, ist natürlich auch ganz cool, macht auch Spaß dann. Ja. Mantrailing, das heißt Personensuche, ist ein Hobby für jede Hunderasse. Wöchentlich treffen sich die K9-Suchhunde Eckernförder Bucht in einer kleinen Gruppe. Trainer Marco Knaub markiert der Zielperson auf einer Karte, wo sie sich verstecken soll. Das Räuber- und Gendarmspiel ist für die Spürnasen anstrengende Kopfarbeit. Das bringt mir nichts, wenn ich den Terrier den ganzen Tag einen Ball hin und her werfe. Dann ist er zwar vielleicht körperlich ausgelastet, aber geistig total durchgedreht. Und hier ist es so, dass sie halt dann schon zufrieden sind. Sie müssen schon arbeiten. Das sieht manchmal so leicht aus, was sie machen, aber es ist schon Arbeit. Ein Mensch verliert durchgängig tausende Hautschüppchen. Ein individueller Geruchscocktail, dem der Hund nachschnüffeln kann, bis zu mehreren Monaten. Bei dem Hobby wird auch die Bindung von Halter und Hund gestärkt, zum Beispiel wenn das Zielobjekt gefunden wird. Super, sehr cool. Supi. Dass ja dann schon eine Hormonausschüttung ist, gerade Oxytocin, das Bindungshormon. Das heißt, ich möchte ja auch gerne, dass der Hundeführer, wenn der Hund gefunden hat, sich freut mit ihm, angemessen freut, so wie der Hund das mag. Und der Hund merkt das natürlich. Und auch während im Trail ist es ja so, dass durch die Leine besteht ja eine Verbindung zum Hund. Die Leine ist nicht nur zum Festhalten da, sondern wir fühlen den Hund darüber. Und der Hund fühlt natürlich auch uns. Und es ist halt eine Teamarbeit. Martin und Diego sind seit 8 Jahren ein Team. Schon im Welpenalter übt sich der Labrador in der Schnitzeljagd. Wir haben verschiedene Sachen versucht. Also wir haben auch versucht, so Erziehungsübungen oder auch Agility, also wo der Hund über Hindernisse läuft und so. Und haben aber festgestellt, dass das eigentlich so das Beste für ihn ist und dass ihm das am meisten Spaß macht. Aber es geht nicht nur um Spaß. Die Suchhunde können auch helfen, verlorene Artgenossen wiederzufinden. Christina engagiert sich beim Verein K9 Tiersuche Nord. Erstmal kann es jedem passieren, dass ein Hund wegläuft. Auch mir mit meinem 14 Jahre alten Schäferhund, den ich schon total lange habe. Aber es sind natürlich viele Tierschutzhunde, die weglaufen auch, weil die Besitzer die nicht richtig sichern oder sie wurden nicht richtig eingewiesen, wie man einen Hund sichert überhaupt. Dann gibt es blöde Situationen, man stürzt, der Hund geht jagen, verläuft sich. So, es gibt zig verschiedene Variationen, eigentlich, warum Tiere weglaufen. Die Spürhunde erschnüffeln unter anderem, wo solche Lebenfallen am besten aufgestellt werden. Angelockt werden die vermissten Tiere dann von Christinas Spezialrezept. Ich hole mir immer diese Tuben Leberwurst und mache einmal den Wasserkocher voll, koche das auf und mache das in so eine Schüssel und rühre das einfach nur zusammen und dann kommt es hier rein. Also es riecht auch intensiv, wenn man das mag. Also es Inzwischen ist Diegos Nasentraining vorbei und der Rüde hundemüde. Ja, wie ist er drauf? Schläft. Der ist fertig nachher. Zu Recht. Ist ja auch Höchstkonzentration. So eine Schatzsuche auf 4 Pfoten.